AIMLab, Talking Science. Ich versuche Ihnen jetzt innerhalb kürzester Zeit einige grundlegende Funktionen des Gehirns zu erklären. Und dafür haben wir zwei Freiwillige, Freiwilligen Charlie und den Freiwilligen Timo. Die sind unsere zwei Neurone. Ich bin ein Neuron. Und um das alles anschaulich genug machen zu können, bauen wir erstmal eine Mensch-Maschine-Interface. Das heißt, hier haben wir den Menschen, Taschenlampe ist die Maschine. Ich sage Ihnen, was zu tun ist, deshalb bin ich das Interface. Also, bitte diesen Knopf dauerhaft gedrückt halten. Den hier unten, den weißen, genau. Und hochhalten und sobald Sie ein Signal bekommen, zum Beispiel dieses hier, einmal loslassen und wieder drücken. Okay, wunderbar. So. Das kann ich. Das ist sehr gut, danke. So funktioniert das im Prinzip auch im menschlichen Gehirn. Wir haben Neurone, die miteinander kommunizieren können. Wir haben einmal den Zellkörper und wir haben einen Fortsatz, einen Wachstumsfortsatz, das ist das Axon. Das sind die zwei Haupteinheiten der Zelle. Und dieses Axon kann eine andere Zelle an eine andere Zelle andocken, kneifen und dadurch funktioniert die Zelle. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Neuron Timo ein Motoneuron ist, das heißt ein Neuron, was zum Beispiel die kleinen Muskel im Fuß bewegen kann, dann, um die Größenverhältnisse mal klarzustellen, könnte Timo hier stehen bleiben und mit seinem Arm in Osnabrück den Westfälischen Friedensvertrag unterzeichnen. Allerdings hat dieses System ein Problem, weil diese Kommunikation hier, die funktioniert durch Strom. Also durch das Axon läuft Elektrizität. Und Sie können sich vorstellen, im Gehirn ist nicht sehr viel Platz. Und wenn da ganz viele Axone nebeneinander und aneinander sind, dann kommt es zum Kurzschluss. Aber die Natur hat davor gesorgt und hat eine Schutzschicht, die Myelinscheide. Und jetzt, wenn die Myelinscheide da ist, da kann passieren, was will. Das wird immer noch aktiviert. Fehlt diese Myelinscheide zum Beispiel, das kennen Sie, haben Sie vielleicht schon mal gehört, dann kann es zu Krankheiten kommen, zu Multipler Sklerose. Und dann ist diese Information unterbunden. Fehlt zum Beispiel dieses ganze Neuron oder fehlt der Timo, dann haben Sie zum Beispiel die Situation, dass Sie amyotropher Lateralsklerose leiden. Haben Sie vielleicht schon gehört, ALS, Sie kennen das von der Ice Bucket Challenge. Aber ich habe das Ganze ein bisschen vereinfacht. So eine Aktivierung, die reicht nicht aus. Da brauchen mehrere Zellen, müssen Timo parallel aktivieren. Und deshalb machen wir das einfach mal per Zuruf. Sie dürfen einfach frei entscheiden. Sie rufen Licht und dann aktivieren Sie mal die Zelle. Frei heraus, rufen Sie mal. Licht. Immer wieder. Ja, okay, Sie merken, er weiß gar nicht, wie er reagieren soll. Deshalb müssen die Zellen sich synchronisieren und synchronisiert arbeiten. Und das machen Sie, ich bin jetzt mal der Taktgeber und immer, wenn ich dieses Signal mache, Licht, dann rufen Sie Licht gemeinsam. Licht. 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 Genau, wunderbar. Und so funktioniert das auch im Gehirn. Und da können wir uns immer mal wieder eine Scheibe von abschneiden. So wie das Gehirn zusammenarbeitet, können auch wir Menschen zusammenarbeiten und mehr erreichen, als wenn jeder sein eigenes Ding tut. Danke.